Alles Wichtige aus Ihrer Region. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Live Baron am Donnerstagabend. Wann waren Sie zuletzt in der Innenstadt shoppen? Ja, die Menschen zieht es wieder vermehrt in die Geschäfte vor Ort, Lydia. Vor allen Dingen nach Walldorf und Schwetzing. Das sagt jetzt die Kaufkraftanalyse der IHK Rhein-Neckar. Ganz genau, Max. Und die weiteren Themen. Eines der beliebtesten Lebensmittel zum Frühstück der Deutschen ist Brot. Worauf es bei einem guten Brot ankommt, das hat sich unser Reporter heute bei einer Brot- und Brötchenprüfung in Ludwigshafen zeigen lassen. Außerdem gibt es eine vorläufige finanzielle Bilanz zur Bundesgartenschau in Mannheim. Mehr dazu und weitere Meldungen des Tages gleich in unserem Nachrichtenüberblick. Und im Sport geht es heute um den Start der Tennis-Bundesliga. Dazu sprechen wir mit dem Teamchef und dem Trainer von Grün-Weiß Mannheim live bei uns im Studio. Das und noch weitere Themen heute bei Ron. Viel Spaß! Schauen Sie mal, diese Brote und Brötchen hier sind ausgezeichnet von Stefan Juli aus Lamsheim. Der Bäckermeister aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat seine Backwaren heute mal genau unter die Lupe nehmen lassen, denn in Ludwigshafen stand die Brot- und Brötchenprüfung auf dem Programm. Wie die genau abläuft, mein Kollege Alexander Kumpf war mit dabei. Es wird gedrückt, geschnitten, gerochen und gebissen. In Ludwigshafen werden Brötchen und Brote heute ganz genau unter die Lupe genommen. Schön abgestimmt vom Aroma, ne? nicht zu viel Säure. Top. Von vorne, Bäckermeister Stefan Jüli aus Lamsheim in der Pfalz packt seine Backwaren. Er will sie bei der Brötchenprüfung der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen bewerten lassen. Aufgeregt ist man natürlich. Man will ja natürlich schon sehr gut haben und nicht nur gut. Ob es für seine Produkte das sehr gut gibt, erfahren wir gleich. Zur gleichen Zeit laufen in der Rheingalerie die letzten Vorbereitungen. Jeder der knapp 90 selbstständigen Bäckerbetriebe, der Teil der Bäckerinnung ist, kann an dieser freiwilligen Qualitätsprüfung teilnehmen. 30 Euro kostet das Einreichen eines Produkts. Siegfried Brenneis ist ehrenamtlicher Brotprüfer. Bei der Bewertung der Brötchen von Stefan Jüli geht er nach einem ganz bestimmten Schema vor. Wie kross ist das Brötchen? Dann mache ich auch mal so den Test. Schneid's einmal durch, schau nach, wie ist die Porung, ist sie gleichmäßig, ist sie unregelmäßig. Dann rieche ich mal dran. Schönes Aroma. Und dann zuletzt das Wichtigste, der Geschmack. Schmeckt super. Natürlich wollen wir auch von den Ludwigshafenern wissen, was für sie ein gutes Brot oder Brötchen ausmacht. Das ist ein Sauerteigbrot und das ist am bekömmlichsten, weil das ein Teig ist, der lange liegt. Und das muss sein. Nicht so die schnelle Sache, ne? Lecker. Ob der so, ja, weich ist, frisch ist, ob der Kruste hat so richtig knusprigen, das macht für mich gutes Brot. Für die Brote, Brötchen, Brezeln und Baguettes von Bäckermeister Stefan Jüli gibt es heute in allen Kategorien ein sehr gut. Das zeigt eigentlich, dass das, was ich denke, was meine Produkte ausmacht, auch andere Leute so empfinden und vor allem halt auch nicht nur der Verbraucher so empfindet, sondern halt auch Fachleute, wo wissen, was auch dahinter steckt und wie das Ganze gemacht wird. Und das ist eigentlich eine Bestätigung für seine Arbeit, die man macht. Auch im kommenden Jahr will Stefan Jüli seine Backwaren in die Qualitätskontrolle der Brot- und Brötchenprüfung schicken. Wir vertiefen das Thema mit Klaus Becker. Er ist Landesinnungsmeister des Bäckerinnungsverbands Südwest und heute auch Teilnehmer bei der Brot- und Brötchenprüfung. Wir haben es gehört, Stefan Jüli ist glücklich und zufrieden. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, ich bin auch mega glücklich und zufrieden. Wir hatten 12 Proben. Ich war nicht komplett mit 100%, aber ich habe 3 Produkte mit gut bekommen. Und ja, auch das zeigt mir, dass wir an manchen Punkten noch ein bisschen nachjustieren können. Ja, aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Jetzt haben wir eben die Konsumenten aus Ludwigshafen gehört. Was sagt denn der Fachmann? Was macht ein gutes Brot aus? Ein gutes Brot, das sehen wir hier, ist ein schönes Baguette, einen schönen Aromen. Wir haben hier wunderbare Farben in der Kruste. Wir haben hier kaffeeartige Farben, karamellartig, Honig, Noten. Es duftet sehr schön, leicht süßlichen Geschmack, also wunderbar. Und ja, es kracht sogar. Das heißt, es hat eine schöne Kruste, knackig. Und so sollte ein schönes Brot in der Kruste sein.
Bei dieser Beschreibung läuft einem gerade das Wasser im Mund zusammen. Aber ja, wir müssen auch auf die Herausforderungen Ihres Berufsstands schauen. Ne? Thema Fachkräftemangel, Energie. Also mit welchem Problem haben Sie zu kämpfen? Ja, Sie haben es ja gerade angeschnitten. Fachkräftemangel, Energie sind alles Themen, die ein bisschen gerade abebben, Gott sei Dank. Gerade Energie ist jetzt wieder ein bisschen normaler geworden. Fachkräftemangel bleibt natürlich. Das sind Herausforderungen, mit denen wir uns aber auch über Einbürgerungen und so weiter funktionieren kann. Aber was noch viel mehr ist, dass uns die Politik mit so kleinen Seitenhieben immer mehr so das Leben nicht gerade versüßt. Heißt? Ja, okay, es gibt Städte wie zum Beispiel aktuell die Stadt Konstanz, die hat eine Verpackungssteuer eingeführt. Und da soll dann der Verbraucher gefragt werden, ist er jetzt auf dem Weg oder ist er jetzt zu Hause? Wenn er jetzt auf dem Weg ist, kostet die Tüte 50 Cent Steuer. Plus das, den Inhalt. Es ist für mich nicht begreifbar, wie sowas passieren kann. Ja, und da müssen wir, und an den Herausforderungen müssen wir kämpfen. Also, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es auch immer weniger inhabergeführte Familienbetriebe. Sie haben noch einen in Edenkoben, haben rund 80 Mitarbeiter. Wie blicken Sie darauf? Wie sehen Sie diese Entwicklung? Auch diese Entwicklung ist sehr spannend. Ja, es ist richtig, dass wir einige Kollegen leider verlieren. Auch aus Verlust an Lust. Und wir haben aber gleichzeitig das Phänomen, dass viele junge Bäcker das Brot zum Beispiel wieder erleben, wieder neu kreieren. Und ja, da gibt es zum Beispiel Michael Kress in Weinheim, ganz toller Kollege, wo das Brot neu erfindet. Und ja, und das sind dann die tollen Geschichten, wo wir dann einfach auch Gas geben können. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Herr Becker, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute Abend und jetzt lassen Sie das Brot gerne schmecken. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Ja.